So, da sind wir wieder. Und ich kann euch erneut mit irgendwelchen komischen Sachen langweilen. Und zwar, eins der Teams hatte ursprünglich vor, bei dem Spiel hier eine viel größere, größeren Planeten, größere Welt zu erschaffen, wo man entsprechend viele Sachen entdecken konnte. Nur, das Ganze ist dann halt, wie ihr ja seht, also sprich, da ging es auch darum, dass es in der Mitte so eine Art Nexus gibt und so. Aber es wurde halt entsprechend... Naja, die Idee wurde dann verworfen und es kam halt dieses Inselprinzip raus, wie jetzt. Dass man quasi auf einem Wasserplaneten ist und da gibt es halt eine Insel mit eben diesen kleinen Inseln drumherum. Wir können jetzt hier ein weiteres, eine weitere Steinplatte einsetzen. Das heißt, uns fehlt nur noch eine einzige Steinplatte. Dementsprechend gehen wir jetzt mal zur Tür. Einmal kurz nicht die... an der Säule vorbei... Einmal zu der Tür hier. Wobei auch merkwürdig ist, dass das Kabel direkt verschmort ist und die Konsole wie mit einem Akku aufgeladen hat. Mhm, klar, so funktioniert das auch. So, dann gucken wir mal. Hier haben wir alles rot. Und zwar Dreieck, hochstehen, Dreieck und dann Knäuel. So, das heißt, hier hinten gehen wir mal aufs rote Knäuel. Ja, das dauert ein bisschen. So, dieses Knäuel ist gemeint. Hier war Dreieck. Ups, nicht zu schnell klicken. So, und das hier war Hochkant-Viereck. Soweit ich mich erinnern kann. Zack. Tür ist offen. Das heißt, ich bin gespannt, wo wir da hinkommen. Ist ja schließlich auch schon fast 10 Jahre her, dass ich das Spiel zuletzt gespielt habe. Ja, ich bin ein alter Opa. Gehen wir mal durch die Tür. Hier ist aber ordentlich kaputt gegangen. Hier ist echt alles zusammengefallen. Ich frage mich, ob die Bahn noch funktioniert, wenn wir hier den Rufknopf drücken. Denn wir müssen ja auch irgendwie zu der letzten Insel kommen. Sie geht. Ah, und auch die Brücke ist da. Das ist sehr gut. Dann können wir nämlich endlich mal gucken... Was das für eine mysteriöse... Na gut, eigentlich nicht die letzte, die vorletzte Insel. Wir haben ja noch nicht die Steinplattentür geöffnet. Also falls es zu einer Insel führt, meine ich jetzt. Okay, gut. Die Kugel steht im Weg. Vorsprung... Bahn, Vorsprung, Rufknopf. Ja gut, gehen wir zum Vorsprung. Das ist eine etwas ungünstige Perspektive. Okay. Öffnung. Da ist eine Höhle. Können wir da hingehen? Okay, das hier scheint eine etwas bergigere Region zu sein, mit einem Fluss in der Mitte. Also, an und für sich sind das ja... Huch, was ist das denn? Seltsames Feld. Okay. Eine Art Licht, das sich nur am Rande der Existenz befindet. Okay, gut. Da machen wir eine Schaufel ran. Das wird nichts bewirken. Mit den Kristallen? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Gut, okay. Gehen wir erstmal wieder weg. Ich habe keine Ahnung. Es ist ein seltsames Feld halt. Ignorieren wir es erstmal. Da oben ist irgendwie... Als hätte da jemand SI hingeschrieben. Gehen wir dann einmal in die Höhle. Das ist nämlich der einzig andere erreichbare Weg. Ich glaube, da läuft er jetzt links, längs. Nee, da unten. Doch, ja, links. So, einmal raus aus dem Bild. Und auf magische Weise. Ja. Da, auf magische Weise, da ist er. Aha. Dachte schon, er wäre weg. Hätte sich einfach so aus dem Staub gemacht. Geht aus dem Bild raus und kommt nicht wieder. So, hier sind auch so komische... Das sieht auch so komisch aus, als wäre hier irgendwas. Mal sehen. Oh, ein Nest. Gehen wir mal rüber. Okay. Nest? Okay. Uiuiui. Was ist das denn? Oh, da hinten.
Hier ist es so unheimlich wie in dem Wald hinter unserem Haus, als ich noch klein war. Okay, da hinten war gerade irgend so ein komisches Viech. Und da ist ein Gitter. Da geht's zur Tür. Gucken wir mal, was mit dem Gitter auf sich hat. Es sieht wie ein verstopftes Gitter aus. Wow. Kann man das irgendwie mit einer Schaufel oder so? Das bringt nichts. Mit dem Stab? Das bringt nichts. Na gut. Immerhin können wir hier weitergehen. Hier ist eine Tür. Wahrscheinlich... Nee, hier unten will er nicht längs gehen. Gehen wir durch die Tür. Dachte schon, da kann man irgendwie am Gitter vorbei. Okay, wo sind wir denn hier? Also die Insel hier scheint Strand. Nest. Quelle. Gehen wir zur Quelle. Also die Insel scheint ein bisschen größer zu sein jetzt als die anderen. Quasi wie so ein... Keine Ahnung. Wie so eine kleine Welt. Weil bei den anderen Inseln war es halt so, man konnte in die Bibliothek gehen. Man konnte irgendwo anders hingehen, aber das war jetzt nicht so spannend. Okay. Ah, hier, Gitter. Okay. Runter? Was? Was war da? Was? Nee, runter. Okay. Ups. Okay. Ja. Hä? Okay, wir können das also irgendwie umleiten. Durch das Loch strömen Wassermassen nach unten. Okay, gut. Aber wenn wir runtergehen, dann wird der Stein automatisch wieder entblockiert. Das ist irgendein Rätsel, von dem ich noch keine Ahnung habe, was wir da machen sollen. Okay, er geht automatisch wieder da unten hin. Ja, super. Dann einmal in die... Nee, ich wollte schon sagen in die Höhle, weil das ist so... Vor allen Dingen, das ist auch so eine dreieckige Tür. Die sieht nicht natürlich aus, würde ich sagen. Also, gehen wir mal zum Strand. Eventuell finden wir hier ja auch wieder so ein komisches, blaues, leuchtendes Ding. Das ist nämlich komischerweise so, wenn man früher Adventures gespielt hat, dann ist das so gewesen, früher gab es kein Internet. Also zu der Zeit, wo das Spiel hier rauskam, gab es zwar Internet, aber hatte nicht jeder. Und dementsprechend hat man die Spiele halt etwas länger gespielt, sodass man dann mehr oder weniger in- und auswendig den Anfang des Spiels kannte. Okay, hier gibt's irgendwie nichts. Kann das sein? Ja, hier ist irgendwie nichts. Zurück zu den Wasserfällen. Nö, hier ist tatsächlich gar nichts. Gut, okay. Dem auch sei. Gehen wir halt wieder zurück zum Nest. Nee, ich wollte gerade sagen, früher war es halt so, man hat Adventure-Spiele... Ja, man ist abends oder mittags von der Schule nach Hause gekommen. Je nachdem, ob man noch irgendwelche Kurse hatte oder so, hat das halt manchmal länger gedauert. Und dann hat man sich an den Computer gesetzt. Ja, wenn es draußen geregnet hat zum Beispiel. Und dann hat man halt zum Beispiel das Spiel hier gespielt. Okay. Es sieht wie ein verstopftes Gitter aus. Mhm. Gut, hier ist jetzt also nichts. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück zur Tür. Denn früher hat man dann halt entsprechend, man hat halt an regnerischen Tagen zu Hause rumgehangen und hat Spiele gespielt. Also, beziehungsweise Computerspiele. Hier geht's noch zu einer Grube. Nee, das hier sieht auch komisch aus. Nee, Grube. Und dann hat man eben halt Adventures gespielt und wenn man festhing, dann hat man da halt 2 Stunden, ist man durch die Gegend geirrt. Das heißt, man kennt den Anfang des Spiels sehr gut. Das Ende des Spiels kennt man eher weniger gut, weil da hat man ja keine Stunden verbracht, sondern dann hatte man das Spiel ja innerhalb von einer halben Stunde durch, wenn man das Haupträtsel quasi gelöst hat. Und dann hat man im Endeffekt nicht wirklich weiter was machen können. Okay, Öffnung. Oh, da sind so komische Fledermausviecher. Dann hat man quasi das Ende des Spiels nicht so gut in Erinnerung wie den Anfang des Spiels, weil, wie gesagt, am Anfang ist man halt ziemlich rumgeeiert. Also ich erinnere mich hier an den Anfangsteil der Insel wunderbar. Den Teil hier, daran erinnere ich mich auch noch. Allerdings, ja gut, hier ist eine Klappe. Oh. 1, 2, 3, 4. Ehrlich jetzt? 4 Knöpfe? Aber ich habe doch den Stab jetzt auch schon benutzt. Und da sind 5 drauf. Gucken wir mal mit der Lupe. Irgendeine Art Gerät. Ja.
Das ist merkwürdig. Hier ist auch wieder so ein palettenanimiertes Wasser. Grube. Öffnung. Gehen wir mal zur Öffnung. Ne, und dann hat man sich halt, also wenn ich jetzt ins Spiel reinkomme, ich erinnere mich an die Anfangssequenzen alle wunderbar. Nur eben dann entsprechend die späteren Sequenzen des Spiels. Also zum Beispiel, wie ich das Viech fange, daran habe ich mich erinnert. Aber was jetzt kommt, hier seht ihr übrigens schon, dass wir 3 geöffnet haben. Nö. Noch eine kaputte Lichtbrücke. Ja, da muss ich wohl den Kristall noch ein wenig drehen. Nur ein bisschen justieren. Genau. Und deswegen erinnere ich mich quasi bei so alten Adventures immer an den Anfang. Aber das noch eine Ende, kaputte Lichtbrücke. Ja, weiß ich doch. Aber das Ende ist entsprechend immer so, naja. Okay, ich muss es vielleicht noch ein wenig justieren. Ja, ist ja gut. Aber, naja. Noch eine kaputte Lichtbrücke. Okay. Funktioniert immer noch nicht. Ja. Da muss irgendetwas im Kontrollpult kaputt sein. Sehr gut, dass er uns diesen Tipp gibt. Das heißt, dann werden wir da mal die Klappe öffnen. Mal reingucken. Also das steckt in diesen Maschinen. Okay. Ja. Quelle. Die können wir drehen, wie ihr seht. Und wir müssen alle bunten Dinger aktivieren. Und das funktioniert, indem man... Ja gut. Den hatten wir damit aktiv. Ja. Der hier strahlt auf einen nicht drauf. So geht's also nicht. Der hier strahlt auf alle 3. Okay, damit sollte das doch eigentlich gehen. Noch eine kaputte Lichtbrücke. Funktioniert immer noch nicht. Ja. Da muss irgendetwas im Kontrollpult kaputt sein. Oder müssen wir tatsächlich alle Kristalle aktivieren, weil eigentlich habe ich ja jetzt... Nein, 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 da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier auf die Klappe. Wieso? Ich leuchte doch den und den leuchte ich doch an. Oder muss ich die über die da anleuchten? Das wäre dann natürlich ein bisschen doof. Ja, das bringt jetzt nicht so viel. Der da reflektiert ja immer nur in seine Richtung. Kriege ich hier irgendwo einen Laser, der in alle Richtungen? Nee, von dem nicht. Wie sieht's mit dem aus? Der reflektiert auch wieder in 3 Richtungen. So. Ja gut. Das bringt noch nichts. Das ist irgendwie nicht einfach. Wobei, das hier ist ein roter Strahl, der dahin reflektiert. Okay. Das ist ein grüner Strahl. Ah. Der ist grün, der ist rot und der ist blau. Müsste doch eigentlich gehen jetzt. Noch eine kaputte Lichtbrücke. Ja, das wissen wir. Funktioniert immer noch nicht. Ja, dann muss ich uns... Jetzt da muss irgendetwas im Kontrollpult kaputt sein. Ja, ist ja gut, Junge. Ist ja gut. Okay, also. Das Ding hier splittet das doch farblich korrekt auf. Weil jeder von denen hat quasi verschiedene... Ja gut, der reflektiert jetzt auf alle. Das heißt... Der hier ist grün, den leuchten wir mal dahin. Der hier ist blau, dahin und der hier ziemlich ist rot. Ziemlich beeindruckend für jemanden, der noch nie etwas mit außerirdischer Technik zu tun hatte. Gut, so funktioniert's. Dann sagt er auch entsprechend was. Aber wahrscheinlich ist die Linse noch falsch. Noch eine kaputte Lichtbrücke. Ja. Jetzt sagt er nämlich nicht, dass da im Kontrollpult was kaputt ist. Wenn's beim ersten Mal nicht klappt. Ja, jetzt müsste auch die Linse richtig sein. Ja, das klingt doch gut. Und zack. Damit hätten wir 4 von 5. Einmal zurück. Haben wir eigentlich im Inventar? Nö, eine zusätzliche Platte haben wir hier jetzt nicht gefunden. Aber wir haben 2 Zepter. Aber ich weiß jetzt nicht, was wir mit dem Zepter machen sollen. Ob wir die eventuell im Kartenraum irgendwo... Kartenraum? Moment. Was für ein Kartenraum? Ja, machen wir mal das, was wir immer machen in so einem Fall. Wir Robins, fragen mal bei mich? Der Dame nach. Hier ist Robins. Ja. Yep. Also erstens, wir haben jetzt schon 3. Bin immer noch auf der Suche nach den Platten, Maggie. Gut. Da sagt er nichts Dann Neues. Dann schauen Sie doch auch mal, ob Sie ein großes, saftiges Steak ja. finden können. Ja. Ihr habt jetzt die
Wiederholung der Unterhaltung nicht mitbekommen, die habe ich rausgeschnitten. Danke.